Ja, von was geht? Willkommen zu einer richtig krassen Ankündigung. Ihr seht es, ich bin immer noch in L.A., aber ich habe, wie gesagt, eine Mega-Ankündigung für euch. Nicht wundern, die folgenden Aufnahmen sind ein halbes Jahr alt. Also ich muss das genau mal sagen, ein halbes Jahr geheim halten. Und jetzt kann ich es endlich sagen. Ja, nur andere Zuschauer wissen es schon, aber ich habe in dem Film Ratchet & Clank mitgesprochen. Und außerdem habe ich noch ein Fantreffen in der Schweiz gemacht. Wie das alles aussieht, seht ihr jetzt. Zeitreise! Heute habe ich etwas richtig Cooles zu erzählen, und zwar fliege ich nach Berlin. Oh ja, wie cool, ich fliege nach Berlin. Nein, das ist es nicht. Wer von euch kennt Ratchet & Clank für die PlayStation? Ich habe den zweiten Teil immer bei meinen Kollegen gespielt, auch wenn er mich nie spielen lassen hat. Aber ich hatte russische Argumente, um ihn zu bekehren. Und jetzt, meine werten Freunde, wird Ratchet & Clank verfilmt. Und soweit ich weiß, kommt das Anfang nächsten Jahres raus, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Victor, warum erzählst du uns das? Die kleine Überraschung ist, ich spreche in dem Film mit. Und zwar bin ich Zed. Der Bruder hier. Gib's zu, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Und ja, wie gesagt, ich fahre jetzt nach Berlin und dort will ich das für den offiziellen Film synchronisieren. Und ich bin voll aufgeregt, Mann, weil ich habe noch nie etwas offiziell synchronisiert für einen Film. Außerdem habe ich den Film schon gesehen und ich muss ehrlich sagen, es ist mega cool, Mann. Endlich hat es mal jemand geschafft, eine gute Videospielverfilmung zu machen. Und ich nehme euch mit. Folgt mir! Ich habe gerade gemerkt, dass ich immer noch sehr viel Zeit habe, deswegen muss ich mir jetzt die Zeit vertreiben. Okay. Der Traum jedes Gamers. Ich muss mich nie wieder bewegen. Wie konnte ich nur so fett werden? Ich bin Fly. Von was geht's? Und da wären wir in Berlin. Hier haben wir die wunderschöne Spree. Und eine richtig fette Bleibe. Holy shit. Ja, hier überleben, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich werde jetzt aber nicht wirklich lange bleiben können, denn es geht jetzt schon zum Konstantin-Film. Und dann werde ich euch zeigen, wie das dann ungefähr aussieht mit Synchronisieren. Ich weiß momentan selber nicht. Schnauze! Aber lassen wir uns überraschen. Vorne, was geht? Ich bin da und anscheinend bin ich viel zu früh da, weil alle anderen Schauspieler sind noch nicht da. Und jetzt darf ich eine Stunde warten. Yeah. Mal sehen, wie die Studios aussehen. Ja, genau. Und erzähl doch mal, Okay. Wir haben einen Haufen Arbeit und wenig Zeit. Prima, spitze! Das war so eine geile Erfahrung. Ich bin auch ein bisschen heiser geworden. Ich weiß nicht, ob man das hört. Und jetzt treffen wir einen alten Bekannten. Ja! Wir gehen jetzt Steak essen und ich bin immer noch heiser. Deswegen muss ich die ganze Zeit so reden. Ja, wir gehen jetzt Steak essen. Das ist kein Steakhaus, wo wir hingehen. Und da bin ich auch schon, in der Bleibe, und habe auch schon einige Stunden gepennt, wie man eventuell sehen kann. Oder irgendwie kann ich jetzt auch nicht mal einschlafen. Ich glaube, das liegt an der Wohnung. Hier sind so ein paar Sachen, die mich ein bisschen wahnsinnig machen. Unter anderem die Tür da vorne. Bei der habe ich das Gefühl, die geht jeden Moment auf. Und deswegen mache ich jetzt anderen Stuff, bis ich irgendwann los muss. Aber es ist trotzdem ziemlich geil hier und es war tasty. Also das Steakhouse, nicht die Wohnung hier. Ich habe den Anton noch verabschiedet und morgen, meine werten Freunde, geht's in die Schweiz. Ich weiß aber noch nicht so wirklich, was ich da machen will, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall mache ich da ein Fan-Treffen, weil das habe ich den Schweizer Zuschauern vor Ewigkeiten versprochen. Und jetzt wird es Zeit, das Versprechen einzulösen. Und das kommt überhaupt nicht weird, dass mir hunderttausende von Menschen zuschauen, wie ich im Bett eingekuschelt bin. Ja, ich halte meine Privatsphäre echt geheim. Freunde. So Leute, es geht los. Charlie hat Todesangst. Sie ist das letzte Mal vor 100 Jahren geflogen. Auf nach Zürich. Der Züricher Hauptbahnhof ist ja mal mega fancy. Und wir haben den Flug überlebt. Ja. Die hatte so Angst, Mann. Das Geld sieht einfach aus wie ein Ticket, das man da irgendwo reinschieben kann. Ich habe ohne Witz... Das ist der kleinste Fahrstuhl, den ich jemals war. Das ist gefühlt... Kannst du auf den Boden fallen. Das ist aber nix hin. Was soll denn, Mann? Freunde. Nee, Spaß beiseite. Also, heutiger Plan. Keine Ahnung, Fans treffen, keine Ahnung, chillen und keine Ahnung. Irgendwie ist doch keiner gekommen, habe ich das Gefühl. Ja! Hä? Wo kommt ihr denn her? Und
back in 2016 und zurück aus Los Angeles, motherfuck. Eine ganz wichtige Info habe ich noch, und zwar bin ich am 24.04. auf der Premiere von Ratchet & Clank in Düsseldorf um 14 Uhr. Dort, meine Wertfreunde, könnt ihr mich treffen, dort gebe ich Autogrammstunden und dort sehe ich hoffentlich so viele wie möglich von euch. Außerdem könnt ihr vor Ort eine PS4 gewinnen mit dem neuen Ratchet & Clank Spiel. Aber das könnt ihr auch gewinnen, wenn ihr nicht nach Düsseldorf fahrt. Auf meinem Channel verlose ich das ebenfalls. Schreibt in die Kommentare, warum ihr das neue Ratchet & Clank Spiel haben wollt. Wer sich jetzt aber nicht auf sein Glück verlassen will, der kann trotzdem kommen. Link zu den Tickets für die Premiere unten in der Videobeschreibung. Hoffentlich sehen wir uns. Hier, meine Freunde, geht's um Alitaz LA Special. Gebt einen Daumen nach hoch, wenn euch die Zeitreise gefallen hat. Und hier, meine Freunde, könnt ihr abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tschüss!